So, Pilze machen Lebensmittelvergiftung. Sehr gut. Kokosnuss haben wir. Das heißt, wir öffnen die. Und heilen das dann. Jetzt brauchen wir aber noch die... Eigentlich brauchen wir noch einen Stein. Stein, 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 Stein. Jetzt ist ja nirgendwo ein Stein, oder was? Das kannst du nicht geben. Jetzt gib mir doch mal einen Stein hier. Uff, deine YouTube-Folgen hängen wohl einige Evolutionen hinterher. Ja, das stimmt. Ich habe den einen Tag 20 Folgen geschnitten, also mindestens 20 Folgen. Sogar noch ein bisschen mehr. Ich bin jetzt auch auf Endsport, also wir haben fast 100. So, und jetzt können wir das essen. Und dann dürfte das weg sein, der Magenkack. Oder auch nicht. Mist, ich muss die trinken, wa? Scheiße. Ich muss die trinken, also aufknacken. So hier quasi. Andersrum. Ah. So rum muss ich das machen. Zack, das heißt jetzt wieder zwei Pilze essen. Dann haben wir die Magensäure und dann trinken wir den Quark. Reicht da eine? Ey, jetzt lass mich doch mal trinken, du Saftsack. Nee, reicht nicht. Toll. Das ist doch schon wieder scheiße. Ist gar nicht so einfach, die Mission, sich vor Magenverstimmung zu heilen. So, wo ist denn jetzt hier mein Stein? Da hinten? So, komm her, Affe. Oh Mensch! Mit Bären brauche ich den nicht hauen. Jetzt komm her, Junge. Boing. Jetzt mache dich vom Hof, Junge! Mache dich aus meiner Leitung, du Birne! Ach ja, Familienritter. So, warte mal. Jetzt holen wir uns da noch ein paar Kokosnüsse. Das heißt, ich hole das... Ja. Aber gibt's noch was anderes gegen Magenverstimmung? Nee, oder? Ey! Hat er jetzt gemacht, hat sie fallen lassen. Ist hier noch eine? Da ist noch eine. Warum kann ich die nicht nehmen? Jetzt. So, das bedeutet. So. Kokosnuss. So. Kokosnuss. Okay, das heißt, wenn ich dann noch eine Frucht esse, guck mal, da müsste es doch hinhauen. So, ich esse jetzt hier erst eine Frucht, damit das fast weg ist. Und jetzt müsste eine Kokosnuss reichen. Ja. So, jetzt habe ich mich geheilt. Okay. Das heißt, nochmal essen? Scheiße, ich habe nur noch einen Pilz. Das ist schlecht. Da ist aber noch eine verdorbene Beere. Könnte klappen. Hier ist eine verdorbene Beere. Okay, die klappt nicht. Hm.
Ich brauche mehr Pilze oder eine. Da ist noch einer. So, jetzt erstmal wieder Bären. Bis der Scheiß weggeht. Frage ist, ob die Kokosnuss der richtige Weg ist. So, und jetzt Kokosnuss trinken. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Okay, dann nehme ich mir gleich mal noch zwei Kokosnüsse mit. Hier sind ja gerade mal welche. Dann trinken wir einfach aus dem Tümpel. Das geht ja auch. Ah, da sind noch welche dran. Wir können doch schütteln eigentlich. Liegt der Scheiß unten. Ah, ihr rollt natürlich viel zu weit. Ich kann eh nur zwei mitnehmen. So. So. Ja, viel Vorbereitung hier für die Quest, ey. So. Jetzt entweder aus dem Tümpel trinken oder Pilze finden. Das ist hier die Question. So. Was vergiftet noch? Ich hab nur Pilze und Tümpel. Schlange und Skorpion. Schlange und Tausendfüßler. Ach nee, das ist ja wieder anderes Gift. So, hier sind keine Pilze. Das ist zu großer Tümpel. Den kann ich nicht nehmen. Braucht diesen kleinen da. Jo, mach's gut, Igor. Aber wo finde ich jetzt noch Pilze? Können wir uns erstmal kurz hier... Können wir uns erstmal kurz... Ich mag das nicht im Dunkeln. Das nervt mich. Kommt das nicht auch, wenn du Fleisch frisst? Hallo Celestia. Ja, kommt. Stimmt, wenn ich Fleisch fresse auch. Hast recht. Aber ich weiß nicht, ob da dieses Schlimme kommt. Ich brauche halt dieses... Es gibt ja immer zwei Stufen. Leicht und schwer. Und ich brauche, glaube ich, dieses Schwere. Deswegen wäre so ein Tümpel eigentlich optimal. Wir wollten eh noch den Gaukler töten. Siehst du, das darf ich nicht vergessen, Leute. Schreibt mir das auf jeden Fall in den Chat. Wenn ich das vergessen sollte. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier einmal wieder im Dschungel sind, den blöden Gaukler eliminieren. So, hier ist kein Tümpel. Hier ist nur... Jetzt muss ich überlegen, wo der Tümpel war. Der war da rechts, glaube ich. Also. Vielen Dank fürs Followen. Bad Boys for Life. Vielen, vielen Dank, Diggi. Wie, dem ist kalt. Haben wir hier Pilze irgendwo? Bei Blair Witch habe ich noch Spaß gemacht, Pilze sammeln. Jetzt muss ich hier wirklich Pilze sammeln. Oh, da ist ein T-Shirt. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So, ja, auch schlechte Bären und rohes Fleisch. Aber schlechte Bären machen nur dieses Leichte halt. Wenn, dann brauche ich das Schwere. Den Krokotempel hätte ich gerne gehabt.
Aber ich sehe auch keine blöden Bären, Pilze gerade. Warte mal, ist hier irgendwo Pilze? Gibt auch manchmal so in Höhlenpilze. So, der hier geht auch nicht, glaube ich. Nee. Noch keine Pilze. Das war tief. Ist ja da, wo das Krokodil am Anfang ist. Ganz neu, wenn man neu startet. Da müsste ich draus trinken. Müsste eigentlich in die Richtung sein. Glaube ich, denke ich, zu wissen. Und Pilze sind doch auch immer hier an den Baumstämmen, oder? Was ist das eigentlich für ein... Was ist der große Baum? Dann ist auf jeden Fall hier oben der Tümpel. Das ist so geil, weil der Affe so wendig ist und so schnell und so agil und überhaupt. Keine Pilze, warum? Pilze wären halt easy. Keine. So, wie hieß denn das Ding? Der Obstgarten. So hieß das auf jeden Fall nicht. Der Otterbau. Ach, da ist der Otterbau. Der große Sumpf. Wieso kriege ich da Koordinaten, wenn ich... Neuronen, wenn ich... Der kleine Sumpf, da ist er. Da wollte ich hin. Oh, keine Ausdauer mehr, was ist da los? So, weiter. Weiter im Geschehen. Wäre natürlich optimal, wenn wir jetzt noch vorher ein paar Bären finden. Ach Quatsch, ein paar Pilze, aber... Ja, Otter muss ich auch noch töten, einen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir nicht 100% hinkriegen, weil ich nicht die Quest hinkriege, dass ein Otter irgendwas töten kann. Otter ist einfach zu dumm dafür. So, hier war noch der Tempel, der Tümpel, der überhaupt... Genau, hier unten. Hier unten. Und da könnten wir gleich mal gucken wegen der Kroko-Aufgabe. Kroko muss, glaube ich, noch eine grüne Mamba töten. So, hier können wir einfach draus trinken. Da kriegen wir richtig Wanst rammeln. Dünnpfiff, alles. Flotten Otto, komplett. Oder auch nicht. Ach scheiße, doch da wegen. Ich habe noch Schutz. Jetzt. Hör auf. Lassen Sie das. So, jetzt komm her, Junge. Ja, komm her. Ich hatte die ganze Zeit noch Schutz vor Vergiftung. So, jetzt müsst ihr auf jeden Fall Magen kriegen. Aber auch das Schwere? Ja. Aber das ist ja... Ach, das ist die Lebensmittelvergiftung, richtig? Oder? Das ist jetzt die Frage, was ist was? Gute Frage. Nächste Frage. Gibt es irgendwo eigentlich Bären? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich muss ja eigentlich noch vorher was essen. Ja, was ist jetzt Lebensmittelvergiftung? Das oder das andere? Ich glaube eher das hier, oder?
Gute Frage, nächste Frage. Oder das sind eher Parasiten, richtig? Sieht mir eher nach Parasiten aus. Brauche ich doch Pilze. Shit. Na gut, ich weiß noch, wo ich noch welche finde. Hier weiß ich wieder, wo ich welche finde. Mal hier im Wasser waren auch immer welche, glaube ich. Da. Nein, nicht trinken. Hör auf. Pack das weg. Ich glaube, das hier ist Lebensmittelvergiftung, richtig? Was sagt der Chat? Ist irgendwo her. Schnell, bevor es weg ist. Schnell. Muss die Kokosnuss trinken. So, das zählt, glaube ich, auch noch als geheilt. Kein Plan, hab das Spiel noch nie gespielt. Dein Stream soll vielleicht ändern, was? Ach, dein Stream soll das vielleicht ändern. Ist ein mega gutes Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Ich spiele es jetzt das zweite Mal durch. Weil ich es beim ersten Mal einfach falsch gespielt habe. So, jetzt brauchen wir noch eine Kokosnuss. Wo kriegen wir eine Kokosnuss her? Gibt es hier ein Krokodil eigentlich? Kroko gegen grüne Mamba brauchen wir noch. Hallo Nikro, Grüße. Da gibt's Kokosnuss. Kokonat. Einmal schütteln. Dann krieg ich auch Neuronen für Schütteln. Schütteln wir da hier gleich mal mit. Schüttel dir ein. So. Da. Stein. Stein, Stein, Stein. Da. Kokosnuss. Das sind auch das ist auch Lebensmittelvergiftung mit den Pilzen, aber was anderes wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube schon. Guck mal, das ist ja ein Magen abgebildet. So, jetzt müssen wir wieder Bären essen. Mal hier nicht auch noch welche. Damit das ein bisschen runter geht. Und dann Kokosnuss trinken. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Man könnte sogar, glaube ich, Wasser trinken von dem hier. Man kriegt ja, hat ja Parasitenschutz. Jetzt muss ich aber trinken, schnell. So, das war jetzt auf jeden Fall auch geheilt. Jetzt mal wieder Magensäure. Hm.
Und wenn ich jetzt hier trinke, müsste das doch auch runtergehen, oder? Ja, auf jeden Fall, guck mal. Aber ganz schön. Aber das hat, glaube ich, jetzt nicht zum Heilen gezählt. Weil es von alleine wegging. Die Frage ist, ob das als Heilen zählt. Jetzt habe ich hier auch nur noch einen Pilz. Das ist ja... Das ist jetzt ein bisschen tricky. Nehmen wir die beiden erstmal mit. Aber das muss doch Lebensmittelvergiftung sein, oder ist das dann eine schwere Lebensmittelvergiftung? Was los? Jetzt hängt er da fest. So, ihr müsst doch noch irgendwo anders Pilze geben. Hallo, Valux. Ah, hier ist der Koko. Stimmt, hier wollte ich Kroko und Mamba zueinander locken. Daran kann ich mich noch erinnern. Hat nur irgendwie nicht geklappt. So, hier gibt es keine Pilze mehr. Das ist schlecht. Da müssen wir die da oben nehmen. Ich weiß noch, wo welche sind. Auf dem Baumstamm waren noch welche. Aber das ist jetzt, wie gesagt, die Frage, ob das der richtige Weg ist. Mein Kokosnuss heilt es ja. Sieht man ja. So, wo war jetzt der Baumstamm, wo meine Hut war ursprünglich? Viele. Brauche wieder Pilze. Ah, hier war doch die Mamba, richtig? Ja, hier ist die Mamba immer. Dann sind da oben die Pilze. Das ist gar nicht so einfach, Vergiftung zu heilen. Lebensmittelvergiftung, Leute. Was ist Lebensmittelvergiftung? So, hier waren, glaube ich, irgendwo noch Pilze. Da, zwei Stück. Nicht runterfallen! Okay, da könnt ihr bleiben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall Lebensmittelvergiftung. So,
Jetzt trinken wir schnell noch Kokosnusswasser und dann haben wir es wieder geheilt. Das müsste ja jetzt 5-mal gewesen sein, oder? Hat jemand mitgezählt? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Wie heilt man den Quark? Lebensmittelvergiftung heilen. Lebensmittelvergiftung vielleicht dann doch mit Pilzen, dass du das mit Pilzen heilst. Dass das mit diesen Blubbern das ist. So rum könnte es... Das könnte sein. Ich habe ja diese... Unten das dritte Icon, das sind ja diese Blasen, wo ich gesagt habe, das sieht ja aus wie Parasiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht Lebensmittelvergiftung ist. Und Pilz macht das ja wiederum weg. Das könnte tatsächlich sein. Vergammeltes Fleisch gibt es hier leider nicht. Jetzt brauche ich aber die Pilze wieder. Geilsten wären natürlich die, die hier am Dings waren. Dann müssen wir das so rum mal probieren. Hoffentlich spawnen die nach, wenn ich eine Nacht schlafe. Das ist gar nicht so einfach. So, jetzt haben wir geschlafen. Drückt mir die Daumen, dass die Pilze wieder da sind. Aber ich glaub's eher nicht. Scheiße, sind sie nicht. Ah, das war die perfekte Stelle dafür. Dann lasst mich mal kurz gucken, was Krokodil noch töten muss. Wir wollten noch den Gaukler töten. Und Kroko muss eine Mamba, eine grüne Mamba töten. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir eine grüne Mamba herkriegen. Weil Kroko gegen grüne Mamba kriegst du hier im Dschungel auf jeden Fall hin. Jetzt die von da oben runterlocken, habe ich auch keinen Bock. Da ist eine. Oder ist das eine Python? Das ist, glaube ich, die Python, wa? Nee, das ist ein anderes Bild. Das könnte eine sein. Die brauchen wir. Die müssen wir zum Krokofanten locken. Ja. Na komm. Das habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Das habe ich nicht geschafft, auf jeden Fall. Weil irgendwann ist sie in dem Radius raus. Jetzt kommt da auch noch das scheiß Krokodil. Jetzt ist das Krokodil weg. Toll, jetzt macht er mir die Mamba kaputt. Toll, danke. Blödes Mistvieh. Warum konnte er es denn jetzt nicht angreifen? Na toll, hat er mir jetzt alles versaut. Wo ist denn das scheiß Krokodil hin?
Toll, da hatte ich jetzt einmal eine Mamba hier in der Nähe. Doch für die von da oben holen. Die von da oben, es dauert eine Weile, bis die hier unten ist. Blöd. Da haben wir die kaputt gemacht. Das ist eine Python. Ich brauche die mit dem Giftzahn. Ach, ärgerlich. Hab mal nachgeschaut, bei Food Poisoning helfen Pilze und Kokosnüsse. Ja. Aber was ist das für ein Zeichen? Ist das das mit der Kugel, mit den beiden Kugeln, oder ist das das mit dem Magen? Komm, liebes Krokodil, komm. Vielleicht hätte ich das auch dahin locken können. Guck mal, das kommt auch übelst weit weg mit. Jetzt habe ich noch keine grüne Mamba parat. Na toll, scheiß Mambas sind auch noch Mangelware. Verdammt! Ja. Das ist ärgerlich. So. Ich werde, dass die Pilze nachspawnen. Ich schlafe jetzt nochmal 24 Stunden. Ist mir egal. Die müssen nachwachsen, die Scheißdinger.